Yo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Also ich habe euch eben aufgefordert, über Snapchat mir Fragen zu schicken und diese werde ich in diesem Video hier beantworten. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video und los geht's. Also hier seht ihr eure Fragen, es sind reichlich Leute, reichlich. Okay, so kommen wir zur ersten Frage. Business ist booming. Wahrscheinlich Frage, oder? Okay. Hallo Dennis, ich wollte dich fragen, wann du Geburtstag hast. Also ich habe am 13.02. Geburtstag und bin gerade erst 17 geworden und viele schätzen mich immer viel älter ein, auch im letzten Video, wo ich gesagt habe, als ich gesagt habe, dass ich sie klären wollte, weil sie 15 bis 16 war, haben voll viel geschrieben, boah Junge, du willst so 15, 16-Jährige klären? Digga, ich bin erst 17, Digga. Nächste Frage kommt von Benji, Bruder. Yo Dennis, du bist ja auch Bosnier. Was war die härteste Strafe, die du jemals bekommen hast? Erzähl, Digga. Die härteste Strafe. Und ich glaube, er hat das auf Bosnien bezogen, weil wir einfach Ausländer sind. Viele Ausländer kennen das auch, vor allem die Jungs. Dass es bei ausländischen Eltern viel mehr abgeht als bei Deutschen. Was so Strafen angeht, da gab es früher schon den einen oder anderen Goethe-Hieb. Aber Leute, die härteste Strafe, die ich jemals bekommen habe, war nicht von meinen Eltern oder von keine Ahnung wem. Es war von Miguel. Das war die Bestrafung von dem Schätzvideo. Ich zeig's doch mal hier. Leute, das tut schon vom Zusehen wieder weh. Ja, das war der heftigste Schmerz einfach, Alter. Hey Dennis, erstmal, du bist total cool und ich hab dich mega lieb und ich liebe dein Intro. Und jetzt mal zu meiner Frage. Stimmt, da kommt nichts mehr. Nice. Findest du beim Mädchen am attraktivsten? Also Annika hat mich gerade gefragt, was ich am Mädchen am attraktivsten finde. Und Leute, es gibt ja nur so zwei Optionen. Arsch oder Titten. Und Leute, bei mir ist es auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall überwiegt bei mir der Arsch um keine Ahnung wie viel als Titten. Weil, keine Ahnung, ich finde Arsch einfach viel geiler. Hey Dennis, ich wollte dich fragen, was deine drei Wörter für deine YouTube-Community wären? Also ich würde sagen, die beste Community ever. Wieso macht dieser Hund bei mir Geräusche und bei ihr nicht? Was soll das? Sie kerren im Koyomai. Hallo Dennis, meine Frage wäre, was das Schlimmste wäre, was dir je passieren könnte in deinem Leben. Und deine Videos sind echt super. Mach weiter so. Und ich wollte fragen, ob du mich vielleicht noch grüßen könntest. Also ich grüße dich erstmal, Cassandra, und danke für die Komplimente. Und das Schlimmste, was mir im Leben passieren könnte, wäre irgendwie, dass irgendwas meiner Familie oder meinen Freunden passiert. Zum Beispiel, wenn mein bester Freund oder so sterben würde. Oder irgendwie aus meiner Familie wäre das absolut Schlimmste. Oder halt ein anderes Beispiel, dass irgendwas mit YouTube bei mir passiert oder irgendwas. Und ja. Dennis, ich wollte mal fragen, ob du und deine Freundin jetzt wirklich nicht mehr zusammen seid. Weil ich habe irgendwie das Video mit Ironie genommen. Also Leute, meine Freundin. Ja, gesagt, meine Ex-Freundin und ich sind jetzt endgültig nicht mehr zusammen und wir werden auch nicht mal zusammenkommen. Wir haben mir das mal geguckt, was so passiert und alles. Und ja, Leute, wir haben halt beschlossen, dass es nicht mehr so ist, wie es vorher war und wir kommen nicht mehr zusammen und das war's auch. Wenn du dich zwischen deiner Familie und deiner Freundin entscheiden müsstest... Ich bin nicht mehr mit der zusammen. Stimmt. Wenn du noch einen einzigen YouTuber anschauen könntest, welchen YouTuber wäre das? Also, wenn ich nur noch einen YouTuber angucken dürfte, wäre das KS-Freak. Den feiere ich mit Abstand am meisten, Leute. Hast du Miguel kennengelernt und viel Grüße aus der Schweiz. Also sie fragt, wie ich Miguel kennengelernt habe. Das ist eine richtig krasse Story, Leute. Das war so circa vor 4 oder 5 Jahren. Ich ging zu der Zeit in die 7. Klasse und Miguel auch. Er war halt auf derselben Schule wie ich und wir sind halt in derselben Stufe gewesen. Aber nicht in derselben Klasse und hat noch gar keinen Kontakt. Ich kannte ihn auch vorher gar nicht. Ich habe ihn nur vom Sehen her so gekannt. Und Deutschland hat gegen Serbien gespielt und das wurde in der Schule an so einer Leinwand gezeigt und man konnte halt zugucken kommen. Und da waren wir halt und ich hatte halt eine Schlägerei an dem Tag, also nach dem Spiel halt, weil irgendein Typ provoziert hat, als man geprügelt. Und keine Sorge Leute, ich habe ihn fertig gemacht. Und ich habe nicht angefangen, ne? Ich bin immer der nie anfängt, Leute, merkt euch das. Und nach der Schlägerei, Leute, bin ich erstmal so nach Hause gegangen und auf dem Weg kam mir Miguel entgegen.
und hat mich erstmal so angesprochen, was mit mir los ist, weil ich auch irgendwie so ein paar Verletzungen hatte im Gesicht. Und ich habe Miguel erzählt, dass ich eine Schlägerei mit dem Typen da hatte. Und da hat Miguel so gesagt, als ob der Typ, ich hasse den über alles, Digga. Hast du ihn gegeben und alles? Ich so, ja. Und dann direkt haben wir uns verstanden. Und Miguel hat auch so eine Deutschlandkrone, die man so aufblasen kann. Und die hat er mir halt da geschenkt. Also ich würde schon sagen, dass wir uns richtig geil kennengelernt haben. Also richtig korrekt. Und wir sind seitdem her fast beste Freunde, Leute. Und ja. Für eine neue Beziehung offen oder möchtest du erstmal keine haben? Also das mit meiner Ex war schon was richtig Ernstes. Und ich könnte mir jetzt erstmal gar nicht mehr vorstellen, eine Beziehung einzugehen. Wie viele Abonnenten möchtest du mal auf YouTube erreichen? Und du bist mein Lieblings-YouTuber. Also für dieses Jahr ist die 100.000 mein Ziel und alles andere ist noch offen. Aber so wie es gerade läuft, sind wir auf dem guten Weg zu den 100.000. Wie lange machst du schon YouTube? Also ich mache YouTube schon seit dem Oktober 2014. Ich wollte dich fragen, wie viel du wiegst. Also ich wiege ca. 86 Kilo. Erstmal hi, ich feiere dich in deinen Videos übelst, auf jeden Fall weiter so. Und ich wollte fragen, wo du im Sommer hinfährst. Also dankeschön und keine Ahnung, wo ich hinfahren werde, ich bin für alles offen. Also meine Familie macht oft Urlaub und ich habe Bock auf Spanien oder Türkei wieder. Ja, schon nice. Ich wollte fragen, wann du mal wieder ein Video mit deinem kleinen Bruder machst. Also du hast schon recht, ich habe lange Zeit kein Video mehr mit meinem kleinen Bruder gemacht. Wird auf jeden Fall demnächst kommen. Ja Leute, gebt euch das. Es wurden schon richtig viele Snaps irgendwie geöffnet, automatisch. Der fuck, Alter. Liv, hast du eigentlich wieder eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder eine Freundin. Meine Fragen wären, ob du dieses Jahr auf den Videodays dabei bist und ob du irgendwann mal ins Ausland ziehen würdest oder willst. Ja, ich bin dieses Jahr auf den Videodays, wie letztes Jahr auch, auf den Videodays in Köln. Und dort werde ich auch meinen eigenen Stand haben, also kommt unbedingt zu den Videodays in Köln, dort werdet ihr mich auf jeden Fall sehen. Und nein, ich hätte nicht Bock, ins Ausland zu ziehen, wenn dann vielleicht verreisen für eine längere Zeit, aber nicht ziehen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Also ich habe immer richtig gerne YouTube geschaut und habe einfach gedacht, komm, fange ich auch mal an. Und ja, ich habe halt angefangen mit so kleinen, schlechten Videos. Das hat sich halt immer wieder gebessert und jetzt stehe ich hier. Wenn du für einen Tag irgendeinen Superstar sehen könntest, wer wäre das? Und warum? Auf jeden Fall Justin Bieber, Leute. Auf jeden Fall Justin Bieber. Absolutes Idol, Leute. Absolutes Idol. Ihr seht es auch hier. Propose Tour. Ich bin dabei mit Miguel zusammen, Leute. Köln. Und kommt auch jemand dahin? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Also das war's mit diesem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir einen Daumen nach oben, Leute. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und abonnieren nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah. I was doing fine. Started fresh out here in the West for 2 years. Barely ever on my mind.